Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed Brotherhood. Mein Name ist Questmaster Ike und dieser Spider-Man hier ist Ezio. Den kennt ihr aber schon von älteren Folgen. Und heute haben wir eine gewisse Premiere. Ich habe alle Federn gesammelt. Eigentlich wollte ich ja hierher, um ein Auftragsattentat direkt für diese Folge vorzubereiten. Aber das hier ist, glaube ich, kein Auftragsattentat, weil hier geht es eigentlich immer nur hier hinein zu... Oh, tatsächlich ein Auftragsattentat. Das wusste ich nicht mal. Madonna, hat Machiavelli sich gemeldet? Ja. Die Tauben bringen die Namen päpstlicher Agenten. Das Jubeljahr führt viele Pilger nach Rom. Für Absolution geben sie bereitwillig ihr Geld der Kirche. Das drohende Fegefeuer überzeugt auch die Unentschlossenen. Die Einnahmen der Agenten gehen direkt an Cesare. Bald ist Geld die geringste ihrer Sorgen. Der Assassine steckt ihn im Nacken. Okay, das wusste ich nicht mehr, dass hier drin eine versteckte Mission ist. Denn unten gibt es nur noch diese Kämpfe. Und die zeige ich euch nicht, da bin ich extrem brutal schlecht drin. Jetzt weiß ich allerdings nicht, was für ein Auftragsattentat ich jetzt damit begonnen habe. Weil irgendwie wird mir nichts angezeigt. Glaube ich. Nirgends. Absolut nirgends. Vielleicht war das einfach nur so, hey, du kannst jetzt neue Attentate freischalten. Fuck off. Dementsprechend gehen wir zum Aquädukt. Ich glaube, das ist sogar das letzte Aquädukt, was wir kaufen können. Dementsprechend zeige ich euch doch ein bisschen, wie der Aufbau Roms doch voranschreitet. Aber das ist ja im Grunde nur nebensächlich. Hauptsächlich will ich nämlich die Frames droppen lassen. Keine Ahnung, was da gerade im Moment los ist. Da hinten sehen wir auch schon Architekten. Und ich verrecke natürlich nicht. Das habe ich alles kalkuliert. Ich bin perfekt, ich bin Questmaster Ike und ihr müsst mich alle abonnieren. Natürlich war das sehr subtile Werbung. Allerdings, wenn wir schon hier sind, dann mach mal da hinten den Abstergo-Agenten. Und das Versteck von Romulus. Ein Vergnügen, bis zum nächsten Mal. So, jetzt haben wir nämlich auch endlich alle davon. Was für ein Abstergo-Agent hier auf uns wartet, weiß ich nicht. Hauptsache eine weinende Frau. Oh, nee, die wurde verprügelt. Madonna. Nicht. Hab ich nicht genug gelitten? Ich rühre euch nicht an. Was ist geschehen? Auguste, mein geliebter Ehemann. Er glaubt, dieses Viertel gehöre ihm. Die Borgia überließen es ihm. Früher stellte er Zunftschilder her. Nun verbreitet er Lügen für die Borgia und verprügelt alle, die ihm im Weg stehen. Wie euch. Wo ist er? Er schließt sich stets in seiner Werkstatt ein. Doch ich weiß, wie man ihn herauslocken kann. Oha. Sie will also, dass ich ihren Mann umbringe. Gegen Propaganda! Bla bla bla. Durch Abreißen seiner Propaganda aus der Werkstatt locken. Er muss aufgespürt und eliminiert werden. Das Ziel mit der versteckten Klinge, wie im letzten Part auch schon. Reiß die Schilder ab, die er im Viertel aufgehängt hat. Sein Stolz erträgt das nicht. Grazie. Das ist, glaube ich, dann so ähnlich wie einfach irgendwelche... Das ist der Schmied. Wie irgendwelche random Plakate von uns abzureißen. Aber naja. Huch, das wollte ich gar nicht. Ich wollte mich eigentlich heilen mit der Schnelltaste. Und ich glaube, das letzte Achievement, was ich in der letzten Folge bekommen habe, das war ein... Ups. Propaganda. Nur pro Nazi. So, ich weiß nicht, ob ich alle abreißen muss oder nur drei. Denn alle wäre ein bisschen arg viel. Aber naja. So ist halt Assassin's Creed. Meistens muss man Dinge doch des Öfteren machen. Bis sie irgendwann doch langweilig werden. Das kommt allerdings leider in letzter Zeit zu häufig vor in Assassin's Creed. Diese doppelte Mehrzahl ist verwirrend. Eigentlich wollte ich ein doppeltes. Aber naja, einzeln geht's auch. Damit ich dieses Plakat endlich abreißen darf.
Wenn wir schon hier sind, dann kann ich auch meine Finanzen ein bisschen auffrischen. Mit einer Bank, die hier ist. Und vielleicht können wir auch direkt rein investieren. Yep, können wir. Ich achte da nicht mehr aufs Geld, weil das Geld ist mir ziemlich egal. Natürlich schlauer für den Schrumpfkopf wäre es natürlich in einem... Oder vielmehr... Ja, ich muss alle abreißen. In einem Bezirk das immer zu machen und bei einer Bank. So geht das eigentlich schneller. Aber darauf habe ich halt einfach keinen Bock. Ich spiele halt einfach und ich konzentriere mich nicht drauf, immer wieder zu einer speziellen Bank immer wieder hinzurennen. Da ist es. Träum ich das alles nur? Alle die Hör auf diese Propaganda zu gucken! Propaganda böse! Hallo! Warum redet ihr so französisch? Aua! That hurts! Stop it! Whoop! Aua! So habe ich das nicht gemeint. Oh no, stirbst du! Aua! Ah, dem hat das Gesicht zerrissen. Requiescat in pace. Dass der so französisch redet, das hätte ich ihm jetzt nicht zugetraut, weil der sieht nicht sehr französisch aus. Ich weiß, das ist rassistisch. I love racism. Aua. Assassin. Hilfe. Ich habe nichts gesehen. Ah, come on. Doch, das reicht. Hallo? Dann mach ich's halt so. So geht's auch. Ich will aber keine Amputation. Ich will, dass du mich heilst. Danke. Apothekenbedarf. Natürlich, so viel wie es geht. Apropos, wir müssen eh noch zu einem Schneider. Denn wir brauchen in naher Zukunft viel mehr. Naja, brauchen nicht unbedingt. Aber... kleinere bzw. größere Taschen. So, jetzt ist das immer so die Frage. Oh, ich wollte gerade sagen so, wie komme ich denn da rein? Es ist gar nicht mal so schwer. Ich dachte, es gibt ein Versteck von Romulus, was irgendwie so ganz komisch ist zu erreichen. Aber naja, anscheinend geht's dann doch besser als das. Gut, ich dachte schon, das ist schwerer. Muss ja nicht immer schwer sein. Und mit dieser coolen Armor geht alles besser. Leitwolf, den Schrein von Romulus finden. Nicht mehr als 10 Quadrat der Gesundheitsanzeige verlieren. Naja, das kriege ich, glaube ich, doch hin. Vor allem mit meinem kleinen Dolch. Da können wir schön hier entlang rennen. Wir haben viele neue Rekruten gewonnen. Ich sage kaum den Namen Romulus und sie gehorchen. Bene, die Prophezeiung bewegt sie wie geplant. Gemeinsam schaffen wir religiöse Harmonie. Assassino! Ruft eure Anhänger! Das war die Stimme von... Dingens, vom Papst? Oh, einer ist allein da. Oh... Hallo. Da! So, den haben wir mal. Ich darf ja einfach nur nicht mehr als 10 Quadrate verlieren. Dementsprechend kann ich so viel schwimmen, wie ich will und so lange Zeit mir lassen. Naja, okay, gut, ich habe eine gewisse
20 Minuten Anordnung an Zeit, die ich haben will für meinen Part. Dementsprechend müssen alle sterben. Und ihr merkt, ich habe immer noch, wie ganz zu Anfang vom Let's Play, mein Fleischermesser. Ja, das ist halt meiner Meinung nach einfach die beste Waffe. Der Assassine muss sterben. Romulus befiehlt es. Oh, look at that. Kann ich hier drin zufällig meinen Assassinen rufen? Das wäre natürlich zu fail. Oh ja, ich sehe, wie euer Schwert von Romulus geführt wird. Vergießt sein Blut. Wer denn? Oh. Wie zur Hölle hat er sich da festgehalten? Ja, hallo, wollt ihr was? Oh! Die, Motherfucker! Ich will den Schatz! Geld! Und da oben war noch eine Flagge. Stimmt, das könnte nämlich ein großes Problem darstellen. Ich habe keine Ahnung, natürlich, wo ich einige dieser Flaggen ausgelassen habe. Das könnte ein großes Problem werden. Und ich glaube, an diese Flagge denken nicht viele. Und das Problem ist, der da rennt jetzt einfach weg. Oh. Ja, seht ihr, das ist jetzt so ein gewisses Problem. Wie soll ich die holen, wenn der weiter wegrennt, wenn ich meine Flagge holen will? Das ist halt jetzt etwas doof, dementsprechend muss das jetzt wiederholt werden. Are you kidding me? Verarscht mich doch alle hier. Wenn ich jetzt da hochgehe, rennt er mir dann weg? Nee, sehr gut. Da muss man wirklich sehr vorsichtig sein. Falls ihr das mal wie spielen wollt, dann achtet bitte darauf. Das ist einfach nervig, wenn wegen so etwas Dummem im Grunde die Mission desynchronisiert. So. So langsam für diesen Wolf. Ich glaube nicht. Er ist hier. Und du? So, am besten soll ich mich eigentlich gar nicht mit denen aufhalten, weil die relativ, der Typ davon zumindest relativ schnell ist. Aua, ah! Ich meine, okay, wenn ihr die ganze Zeit Messer werft, gehe ich auch irgendwann kaputt. Aber so schlimm ist das jetzt gerade. Ah, aua! I used to be an adventurer like you, but then I took a knife in the back. Hilf dir selbst! Das war jetzt ein bisschen übertrieben. The fuck? Assassin? Ach. Das... ja. Moment. Kann ich euch nicht einfach töten? So, jetzt habe ich zumindest mal ein bisschen Zeit, mich hier umzugucken. Das könnte doch ganz gut sein. So, das sieht doch ganz gut aus hier. Top. Das ist nämlich immer so die Sache. Wie kommt man denn wirklich richtig an, wo man denn ankommen will? Das ist nämlich... Oh, das sind ein paar Wölfe. Und da ist auch ein Borgia-Banner. Perfekt. Zwar sind da ein paar Gegner, aber die interessieren mich meistens dann doch nicht. Weil, naja, mittlerweile hat Ezio wirklich die Ultra-Armor. Und... Hätte da jetzt nicht gedacht, dass ich da reagiere, weil im Multiplayer erfährt man doch einiges über Reaktion. Alter, come on, 4 Knives. Oh.
Ja, Messer sind doch etwas nervig, auch im Multiplayer. Beziehungsweise alle, die Multiplayer spielen, die wissen, sie sind nervig. Und zwar richtig. Weil man im Grunde nichts dagegen machen kann, man kann sich dann nur noch mit Smoke bomben. Versuch doch mitzuhalten! Nicht mal mit Smoke Bomb unbedingt, dass man sich verteidigen kann. Aber was rede ich jetzt darüber? Ihr könnt es ja im Grunde selber sehen in dem wöchentlichen Assassin's Creed Super 3 von mir, Questmaster Ike, mit maximal 3 Mitspielern. Oh. Ragazzi? Ich muss doch ein bisschen schneller machen. Die Penner, beziehungsweise der eine, der hängt mich ganz schön ab. Ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Ich muss nämlich da immer ein bisschen ausweichen. Aber ich glaube an der Stelle... Okay, kommt her. Kommt her. Ich habe nämlich jetzt keinen Bock mehr auf euch. Hat einer die Killing Streak mitgezählt? So viele Leute werden gekillt. Und mein Spiel hängt gerade. Wow, es hängt gerade richtig hart. Und ich weiß nicht mal warum. Mach mal einen kleinen Break. Wenn ich gewusst hätte, was da gerade eben los war, aber ich musste einfach bis zur nächsten Sequenz. Dein Ende naht, Assassine. Besänftigt, Romulus, tötet ihn! Ich musste einfach bis zur nächsten Sequenz, da hatte er irgendwie. Au. Irgendwie einen Fehler. Denn erst jetzt geht's wieder ohne Probleme weiter. Und kann das sein, dass die hier mehr Energie haben? Das war jetzt irgendwie ziemlich low. Das Problem ist nur immer, dass die dann Messer werfen ohne Ende. Und ich dadurch, glaube ich, viel mehr Energie als alles andere verliere. Die haben jetzt nur 2 Energien. Ja, war's das? Habt ihr diese Lügen von euren Borgia-Herren gelernt? Ich spreche die Wahrheit. Du bist es, der Lügen verbreitet. Gebt mir das Chiffrierblatt. Ich geb dir nur eins, den Tod. Ich sehe aus wie Obelix. Aua. Oh, du bist also der Herr von denen. Also hast du wohl ein bisschen mehr drauf. Kommt und holt mich. Da, streck diesen Hund nieder. Allerdings würde mich jetzt mal interessieren, was passiert da? Was passiert, wenn ich ihn erschieße? Hey! Okay, gut. Kann ich ihn treten? Und einfach erschießen. So geht's auch. Mal gucken, was der jetzt an sich großartigst von allem hat. Naja, auch nicht mehr. Und hier, das sieht natürlich auch so... Oh, the fuck, wie komme ich da durch? Tauchen. Oh, ich hätte da müssen halt mal drauf. Ihr seht, es fehlen nur noch 30. Ich glaube, als ich das Let's Play beendet haben, haben wir, glaube ich, sogar noch 60 gefehlt. Also von daher, ich habe da einiges aufgeholt. Und da drüben sieht's aus, wie wenn ich hochklettern könnte. Ja, der letzte Wolf, der war jetzt doch, glaube ich, noch ziemlich gut, muss ich sagen. Aber, naja, ich bin ja doch Questmaster Ike und dementsprechend bin ich der Beste. Natürlich. Ihr müsst mich auch alle abonnieren, sonst bin ich todtraurig. Eigentlich nicht, aber egal. Es wäre gut, wenn... Denn so habe ich doch ein bisschen Review und naja, auf die kleinen Schätze kacke ich jetzt erstmal.
dieser eine Part war jetzt doch schon genug. Das Gute wäre nochmal zu gucken, ob da nicht vielleicht irgendwas drin wäre. Und es fehlt nur noch ein Schatz von Romulus. Dann können wir uns den Romulus-Schatz holen. Der Satz war jetzt auch gut. Es fehlt noch ein Schatz von Romulus, dann haben wir einen Romulus-Schatz. Egal. Ich bin gerade im Moment nicht so mega auf der Höhe. Relativ viel arbeiten und so. Und ich gucke, dass ich das in der wenigen Freizeit noch irgendwie unterbringe. Dennoch hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und wir sehen uns zur nächsten Folge von Assassin's Creed wieder mit mir, Questmaster Ike.